Willkommen! Wir öffnen heute Pokéball-Tins. Und zwar 6 Stück. Das sind die Pokéball-Tins aus dem Dreier-Set. Bei Amazon sind die aktuell wieder im Angebot. Und das Gute daran ist, das sind die 2023er Pokéball-Tins, denn es sind aktuell auch 2024er Pokéball-Tins zu kaufen bei Amazon. Die haben die neuen Sets bekommen. Die sind, glaube ich, am Freitag rausgekommen, also am 18. Wir gehen aber hin und öffnen die 2023er Pokéball-Tins. Die sind auch im Angebot, wie gesagt. Die müssten auch noch im Angebot sein, wenn... Das Ganze sieht so aus, das sind zwei Sets. Die müssten noch im Angebot sein, wenn das Video online geht. Die waren die ganze Woche im Angebot. Und ja, wir schauen da mal rein. Das Angebot ist ziemlich gut, denn diese Tins beinhalten, anders als die 2024er Booster, zwei Pack strahlende Sterne und ein Pack Fusionsangriff pro Tin. Und die 2024er, die nicht im Angebot sind, die gerade jetzt rausgekommen sind, müssten ein Pack silberne Sturmwinde. Ein Pack silberne Sturmwinde, ein Pack Paradox Rift und ich glaube ein Pack Gewalten der Zeit, wenn ich mich nicht irre, enthalten. Und das ist, silberne Sturmwinde ist super, aber der Rest ist halt so, da lieber die 2023er kaufen, die man halt auch im Moment noch günstig bekommen kann im Set bei Amazon. Und ja, die sind dann halt, die lohnen sich dann halt auch wirklich. Die sind auch ganz offiziell von Pokémon. Ich habe hier mal den Karton, wo drin die dann auch kommen. Man sieht hier auch das Logo alles. Das sind ganz offizielle Produkte, die exklusiv bei Amazon verkauft werden. Und ja, wir gehen hier rein und schauen mal, was wir hier mitnehmen können. Beim letzten Mal hatten wir wirklich richtig viel Glück und hatten das Rainbow Mew aus Fusionsangriff mitgenommen. Dieses Mal schauen wir, ob wir hier auch nochmal so einen richtig guten Hit mitnehmen können. Wir machen ja auch einiges auf. Aber ja, wie gesagt, also die 2024er sind so, hätte nicht unbedingt sein müssen irgendwie. Aber es ist halt auch interessant. Es gibt einen neuen Ball, den Mondball. Der ist natürlich dann interessant. Und das Ganze sieht dann so aus. Da sind dann nämlich strahlende Sterne, zwei Booster, Fusionsangriff hier einmal drin. Und dann noch Sticker. Na komm her. Wo sind die Sticker? Hier. Falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und dann sind hier so Sticker drin noch, ne? Die sind ganz nett. Kann man bestimmt mal benutzen, wenn man irgendwie was verschicken will oder so. Vielleicht ein paar Karten oder sowas. Der Ball kommt zur Seite. Und wir gehen hier rein. Und ja, wie gesagt, ich lasse euch, wie gesagt, einen Link da in der Beschreibung zu dem 2023. Es sind auch noch ein paar andere Sachen im Angebot. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt keinen Kartentrick hier, ne? Owei, Knackleon, Kaumalat. Und ja, ich würde halt total gerne auf jeden Fall was Gutes mitnehmen. Zumindest das war's, ne? Ja, der Rest ist hin. Der Code für euch. Irgendwie so ein Gengar, Alter, wäre natürlich super. Naja, das ist natürlich ein bisschen übertrieben. Das wird man hier so nicht mitbekommen. Gengar-Altart, aber ja, den einen oder anderen Hit, das wäre schon fein. Also Fusionsangriff habe ich, Zwierfinst als Trainer-Galerie-Karte. Da haben wir ja schon mal zumindest einen Hit. Der Rest ist hinfällig, der Code für euch. Aber schauen wir mal hier, Trainer-Galerie, nehmen wir doch direkt mit. Da haben wir schon mal einen ersten Hit. Der wird eingetütet, so wie sich das gehört. Und ein Hit schon mal aus der ersten Tin, das ist schon mal ganz gut, würde ich sagen. Der Code kommt hier zur Seite und der Kartenstapel hier. Und dann gucken wir mal, Fusionsangriff. Wie gesagt, ja, strahlende Sterne hat man ja immerhin noch die Chance, auf jeden Fall ein Glurak zu ziehen. Das Glurak zu ziehen wäre ja natürlich sehr nice. Eigentlich, Moment. 1, 2, 3, 4, wir machen einfach trotzdem mal nochmal den Kartentrick hier. Das Glurak ist natürlich sehr, sehr nice. Das würde ich auf jeden Fall gerne nochmal mitnehmen. Aber es gibt ja auch genug andere gute Karten. Und mir fehlen noch einige. Deswegen bin ich bei jedem Hit dabei. Liebunkel. Geowatz. Ah, und das war's schon. So, erste Tin ist so rum. Direkt rein in die zweite hier. Genau, und ihr könnt auch hier unten am Code erkennen. Findige Pokémon-Trainer wissen, dass das wahrscheinlich die 2023er sind. C23, wahrscheinlich für 23, ich weiß es nicht. Also 2023, ich weiß es nicht, aber
Ja, daran kann man eigentlich erkennen, welche Pack-Auswahl da drin ist. Ach, die gehen wieder so schlecht auf. Haben wir immer wieder. So, aber das Tolle auch an den, die sind halt auch dekorativ und dadurch, dass die in diesen Dreierboxen transportiert werden und keine Chance haben anzuecken oder irgendwo, sehen die halt auch alle noch ziemlich, ziemlich gut aus. Es kann natürlich trotzdem sein, dass mal eins davon ja ein bisschen eingedrückt ist. Hier sind unsere Sticker, die kommen mal zur Seite. Weiter geht's mit strahlende Sterne. Was ich jedes Mal bei diesen Packs hier ein bisschen seltsam finde, ist, dass die halt so extrem leicht aufgehen. Aber ich denke, es wird so langsam auch aufs Ende von, ja, das war's, aufs Ende von Schwert und Schild jetzt zugehen. Ja, Astralglanz ist wie gesagt in den neuen Tints jetzt nochmal drin. Wir sehen ja auch immer noch verlorener Ursprung immer mal wieder irgendwo aufpoppen. Aber ich glaube, so letztendlich läuft so langsam Schwert und Schild aus. Und ja, das heißt, wir werden immer mehr Produkte bekommen, wo weniger Schwert und Schild drin ist und dann immer wieder mehr natürlich. Oh, jawohl, Cynthias Ehrgeiz. Ja, so soll das sein. Das ist doch fein. Ja, der Rest ist egal. Aber hier noch der Code für euch. Die Karte sieht stark aus. Schaut euch die mal hier so an. Die sieht richtig, richtig gut aus, finde ich. Ja, das ist doch mal zumindest schon mal jede Tin hier ein Hit. Sehr, sehr nice. Aber wie gesagt, ja, ich denke, wir werden jetzt immer mehr Produkte sehen, wo eigentlich nur noch Kamisin und Purpur-Sets drin sein werden. Und das ist eigentlich ein bisschen schade. Ich finde es halt, also es gibt halt tolle Kamisin und Purpur-Sets, meiner Meinung nach. Aber Schwert und Schild drin zu haben, ist halt immer noch mal ein bisschen angenehmer, ist ein bisschen was Schönes, was Älteres. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen, wie lange wir noch Schwert und Schild bekommen werden. Der dritte Ball, dann haben wir schon mal das erste Dreier-Set aufgemacht. Und wir haben zwei Hits mitgenommen bisher. Das ist schon mal okay. Ich finde so, wenn jeder Ball ein Hit hat, dann ist das schon ziemlich gut. Also hier auch nochmal die Sticker. Das sind, glaube ich, immer die gleichen Sticker. Das sind, glaube ich, immer die gleichen Sticker. Ja, wenn jeder Ball quasi einen Hit hat, hochgerechnet, dann finde ich das schon sehr, sehr gut. Das ist auch eine gute Hitrate. Wenn wir noch einen richtig guten, richtig dicken Hit mitnehmen, ist das natürlich noch besser. Ich kenne die ganzen Schwert und Schild kenne ich auch tatsächlich nicht so gut. Alle Hits. Naja, da haben wir mal wieder nichts hier, was die insgesamt so wert sind. Aber ich finde hier Cynthias Ehrgeiz finde ich schon sehr nice als Hit. Die Karte fehlt mir auf jeden Fall noch. Und 1, 2, 3, 4 nach vorne. Na, Kokowai. Jagdhandschuh, Snibuna, Snibel. Na, was ein Zufall. Gelast, Plinfa, Knilz, Jotesto, Luxtra und Forschung des Professors. Habt ihr diese Tins schon mal geöffnet? Also auch gerade vielleicht diese Dreier-Sets. War denn so euer bester Hit aus den Tins? Schreibt gerne in die Kommentare. Würde mich tatsächlich interessieren, was ihr so aus euren Packs rausholt. Ja, wie gesagt, bei mir war es halt bisher das Rainbow Mew, Plusle, Somniarm, Hariyama sieht sehr, sehr stark aus. Oh, Fruyal, wie immerhin ja auch noch ein Hit. Dann haben wir jetzt zumindest jetzt unsere, ja, ein Hit pro Tin mitgenommen. Sind nicht die größten Hits im Moment, aber immerhin ein Hit. Und da sage ich nicht nein. Wir packen die ersten drei zur Seite und gehen direkt rein und öffnen die nächsten drei. Ha.
Ja, wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, was war euer größter Hit hier raus aus diesen Bällen. Ich muss sagen, der Ball hier, seht ihr da schon ein bisschen, ich denke, das ist produktionsbedingt ein paar Macken dran, aber insgesamt sieht ja noch gut aus. Die Angst ist ja immer mit diesen Bällen, habe ich mitbekommen. Ich sammle ja noch nicht wieder so lange, aber dass diese Bälle, dass die Packs da drin halt kaputt gehen, ne? Dass die so eingedutscht werden. Also bisher muss ich sagen, toi toi toi, ich hatte glaube ich noch kein Pack aufgemacht, wo die Karten tatsächlich eingedutscht waren. Panflam, Milzer, Maskne. Jawoll, hallo. Da haben wir noch einen Felinara V-Max, jawoll. So ist fein. So ist doch fein. Ja, sehr geil. Yes. Das ist doch auch direkt hier schon mal wieder einen guten Hit mitgenommen. Das freut mich doch. Da nehmen wir doch sehr gerne mit. Ja. Nehmen wir gerne mit. Machen wir. Und ich glaube, beim letzten Mal war... Ich glaube, hier war jetzt nichts drin, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, beim letzten Mal war es so, dass wir, glaube ich, fast nur Hits aus Fusionsangriff mitgenommen haben. Und kaum aus Strahlender Sterne. Und ich glaube, jetzt haben wir... Ja, doch, ein Hit aus Fusionsangriff. Yo! Weiter geht's hier. Shaman V. Ja. Sehr, sehr gut. Die Tin ist doch mal ordentlich hier. Schaut euch die hier auch nochmal an. Sehr gut. Ja, also wie gesagt, die Tins gönnen scheinbar ganz gut, würde ich sagen. Kommt halt immer auf die Hits an, die man mitnimmt. Aber hittechnisch, man hat genug Hits dabei. Ne? Da kann man nichts sagen. Zumindest jetzt hier. Denn wenn man bedenkt, dass, also sagen wir mal so, jedes dritte Pack ein Hit ist ja eigentlich eine gute Hitrate. Würde ich sagen, Toxel, Kanimani, Razaf, Toxiquack. Ah ja, das war's. Ja, jedes dritte Pack ein Hit ist vollkommen in Ordnung. Und ja, wir haben jetzt noch 6 Packs quasi vor uns, also noch 2 Bälle. Ich werde auch noch mal, ich habe noch ein paar Bälle auf Vorrat tatsächlich gekauft. Das werden wir irgendwann noch mal wiederholen. Ich muss auch mal schauen. Also wie gesagt, die neuen... ich würde vielleicht den Mondball mal aufmachen wollen, damit der in die Sammlung quasi kommt. Weil wie gesagt, die sind halt auch nett als Deko-Objekte. Aber, geht zu. Ne, die kann man sich dann ins Regal stellen. Und wie gesagt, die sind halt nicht zerdöllt oder sowas. Das ist halt ganz gut. Aber die Pack-Auswahl mit Silberne Sturmwinde, ich habe auch noch ein paar Sachen zu Silberne Sturmwinde hier, da bin ich dann lieber. Also ein Pack nur in so einem Ball ist halt ein bisschen wenig. Aber ja, ich muss mal schauen. Also hier im Moment sind sie sowieso nicht im Angebot und ich würde sie mir halt auch ehrlich gesagt nur kaufen, wenn sie im Angebot sind. Und diese hier, ja, die könnte man schon eher mal nicht, also auch kaufen, wenn sie nicht im Angebot sind, aber die sind halt auch regelmäßig im Angebot, deswegen ist das schon sehr nice. Aber man weiß halt nicht, wie lange. Ich glaube, Amazon versucht gerade, den Bestand drastisch zu... Oh, Dedenne, jawoll. Dedenne haben wir auch noch mitgenommen hier. Den Bestand drastisch zu senken, weil, wie gesagt, die neuen Produkte jetzt auch rausgekommen sind und die wahrscheinlich auf die 2024er dann jetzt mehr oder weniger umsteigen wollen. Ist halt so, ne? Deswegen weiß man auch nicht, wie lange diese jetzt noch auf Lager sein werden, die 2023er. Denn wenn die so krass abverkaufen im Moment, könnte langsam eng werden. Aber man wird sehen. Burmy, Shenox, na, Lapras und nur eine Energie. Und da ist der Code für euch. Na, das wird man dann mit der Zeit sehen. Fusionsangriff. So ein Gengar wäre schon nice, aber ich würde auch einen Psyana nehmen, ganz ehrlich. Nee, aber ich würde halt auch jeden anderen Hit nehmen. Das muss ja nicht immer der Top-Hit sein. Haspiro, Kloptopus,
Zapladin, der Turm fällt gleich hier um Rasav und ein Impergator in Holo. Sieht zumindest stark aus, dahinter ist nichts mehr und der Code für euch hier, gönnt euch. Und der Turm hier, der wird immer größer. Wir haben jetzt noch drei, also eine Tin haben wir noch, drei Packs. Ja, wir haben bisher das meiste aus strahlende Sterne rausgeholt. Jetzt noch ein bisschen was aus Fusionsangriff. Also es ist schon ein bisschen, vielleicht auch, wobei strahlende Sterne ist, glaube ich, auch das vielleicht das beliebtere Set wegen dem Glurak. Aber Fusionsangriff wäre eigentlich auch nice, zwei Packs immer. Da hätte man eigentlich vielleicht auch mal ein Produkt machen sollen, wo dann zwei Packs gewesen wären vom Fusionsangriff. Aber naja, ich glaube, Fusionsangriff war ursprünglich auch gar nicht so beliebt, oder? Das war so ein Set, was links liegen gelassen wird oder wurde und erst später dann beliebt wurde, als, ja, keine Ahnung, als Kamisino Purpur rauskam, ich weiß es nicht. Hitzkopf, Mewtwo, das Artwork sieht stark aus. Das sage ich, glaube ich, immer wieder, wenn ich es öffne, aber achso, das war schon das Letzte. Das Artwork sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Nochmal einmal strahlende Sterne. Last Pack Magic, strahlende Sterne hier. Könnte man jetzt hier nochmal das Glurak rausziehen. Wenn wir das Glurak hier raushauen würden nochmal, das wäre schon verrückt. Nee, das glaube ich, das kommt nicht. Aber Kikugi. Karadonis. Na, Krebskorb. Snibun. Und Lavados nur. Leider nein. Kein Glurak. Vielleicht zieht ihr das Glurak, wenn ihr den Code benutzt. Last Pack Magic, Fusionsangriff hier. Zenith der Könige, da werden wir auch demnächst mal wieder was aufmachen. Ich muss mal gucken. Im Moment kommen ja auch noch ein paar neuere Sachen. Ja komm, wir machen hier nochmal den Pack-Trick zum guten Ende. 1, 2, 3, 4 nach vorne. Entschuldigung. Da muss ich dich jetzt gerade mal hier. Ne? Urgelmator. Skatepark, Motineva, Volley, Pampam, Galaflampion, Servol, Fukano, die Schülerin und eine Rainbow Sanna. Ja, Last Pack Magic hat gegönnt. Das ist jetzt aber, das ist mein, ich hab da jemand im Hals gerade, aber Last Pack hat gegönnt. Das ist sehr, sehr cool. Ich war ja auch lange kein Fan von den Rainbow-Karten, aber ich muss sagen, die sehen doch sehr stark aus. Ich finde die sogar, warte, ich hole die nochmal raus. Ich finde die sogar besser als, als die Goldkarten vielleicht. Ich weiß es nicht. Also ich finde die eigentlich ziemlich cool. Ja, das war's auch schon wieder. Wir haben 6 Pokébälle aufgemacht, 18 Booster. Ich würde sagen, es hat sich gelohnt. Es war eine gute Auswahl an Hits. Und ja, ansonsten lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut auch gerne ins Video vom letzten Sonntag, würde ich sagen. Und ansonsten, wir öffnen wie gesagt nochmal diese Pokébälle. Ich lasse euch wie gesagt einen Link in der Beschreibung da, die 2023er. Da sind auch noch ein paar andere Angebote. Und ansonsten, die 2024er werden so, mal schauen. Wir werden sehen. Wir werden auf jeden Fall nochmal welche geöffnen. Und ansonsten sage ich nochmal, habt einen schönen Sonntag. Genießt den Tag. Kommt gut rein in die Woche. Ja, kommt gut rein in die Woche. Und wir sehen uns morgen in den Shorts. Macht's gut. Bis dann.